meine Lieben, ich bin's wieder, Selina. Und zwar mache ich heute ein ganz kurzes Review über die Speedy Bandolier in 30 von Louis Vuitton. Und es wird wirklich nur ganz kurz, weil es gibt so viele Reviews darüber und ich habe ja schon über meine ganz normale Speedy 30 ein Review und da könnt ihr einfach gucken, wie viel da reinpasst und was ihr da reinstecken könnt. Und deswegen wollte ich euch einfach nur zeigen, wie ihr praktisch die Bandolier am Körper tragen könnt. Weil das wusste ich vorher auch nicht genau und deswegen, vielleicht hilft euch das ja. Nun gut, ich habe mich für die Bandolier entschieden, mir die neu zu kaufen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Meine Speedy, ihr wisst ja, die 30er ist bei mir nie so in Betrieb, auch wenn die jetzt schon hier so eine Patina hat, wie ihr sehen könnt. Weil ich habe keine Lust, das Ding in der Hand zu tragen. Bei der 25er finde ich das eigentlich ganz easy, aber bei der 30er, wenn da echt viel drin ist, nervt mich das ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, deswegen habe ich überlegt, hier mir die Speedy. Ihr seht hier an der Seite. Bandolier zu kaufen. Und die kommt, damit ihr das mal sehen könnt, mit diesen drei Dingern, also drei Teile des Trageriemens. Ja, und der einzige richtig große Unterschied, möchte ich mal so sagen, ist bei der, wenn ihr seht, hier an der Seite ist das Leder so und dieser, also dieser Henkel einfach, um das Trageriemen einzuhängen. Und bei der normalen seht ihr ja, das ist so. Das Innenleben ist genau das gleiche, deswegen nerve ich euch damit nicht. So, ich zeige euch jetzt mal. Ihr könnt die Bandolier auf zwei Arten tragen. So. Wenn wir jetzt einmal, ich benutze jetzt mal nur so zwei, damit ihr das mal seht. Das ist jetzt die kurze Version. Einfach dran klicken. Ah, und was auch noch ein Unterschied ist, wir haben hier zwei Zipper, wie ihr seht. Und das könnt ihr dann mit einem Schloss zumachen. So, jetzt habe ich einmal die kurze Version. Es ist natürlich jetzt nichts drin. Oh, hupsi. Deswegen sieht sie jetzt ein bisschen. Aber ich habe auch meinen Shaper drin, wie immer. So, und dann könnt ihr mal sehen, das ist die kurze Version, wie das so aussieht. Eigentlich auch ganz schön, finde ich. Und einmal die lange Version. Da ist extra noch so ein Riemen dabei. Geht's. So. Und jetzt zeige ich euch, jetzt ist die lang. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die immer trage. So. Ich trage die immer so. Ihr seht, für mich perfekt. Ihr könnt das aber auch länger machen. Da sind mehrere verstellbare Optionen bei. Und ich finde die super toll. Meine, man könnte sagen, aktuelle Lieblingstasche, die ich immer benutze, weil sie einfach so, so, so praktisch ist. Nun gut, ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen geholfen. Ich wollte euch nicht so lange nerven und bis zum nächsten Review. Ciao!